Lass uns das Fenster bitte unten. Und dran ist wieder laut. So rockt das Leben. 88.6. Ja, liebe Fans, herzlich willkommen zu unserem Pre-Stem-Show, ja, powered by 88.6. Es ist wieder mal soweit, wir stehen kurz vor einem weiteren Entscheidungsspiel. Ich freue mich ganz besonders, dass Peter Schweder heute auf meiner Seite wieder ist. Never Servus, Gary. Change a winning team. Das letzte Mal waren wir hier, wir haben gewonnen das Heimspiel, haben wir gedacht, okay, dann bleiben wir so, ändern wir nichts. Unser Flott ist heute natürlich auch wieder mit von der Partie, wird nachher dann die Ziehung vornehmen von unserem Luftballon-Gewinnspiel. Naja, Peter, spannendes Spiel, das letzte. Bevor wir auf dieses Spiel eingehen, schauen wir mal für unsere Fans, was wir alles so anbieten heute in unserer Pre-Game-Show. Natürlich der Rückblick, ganz klar, auf das letzte Halbfinalspiel, auf Spiel 3. Wir haben ein neues Caps-Tippspiel für euch vorbereitet. Natürlich die Neuigkeiten aus dem Fanshop. Infos zur Champions Hockey League gibt es auch. Und dann natürlich die Ziehung von unserer Luftballon-Aktion. Das letzte Mal beim Tippspiel, kann mich noch gut erinnern, da ist gegangen um den Torschützen, das erste Tor der Caps. Du hast gesagt? Rafi Rother. Richtig, bist falsch gelegen, habe mich gefreut, aber was habe ich gesagt? Tailoni, glaube ich. Ja, war auch falsch, genauso. Obwohl Tailoni viele von unseren Fans getippt haben, Nona nicht, ist ganz klar. Es war dann Jérôme Ledoux letztendlich. Heute wollen wir von euch wissen, nicht wer das erste Tor schießt, sondern wie das Spiel ausgeht. Hast du da gleich einen Tipp dazu? Ich sage das gleiche wie das letzte Mal. Ich sage wieder 3-1. Ja, wir haben das letzte Mal gewonnen, auch wenn ich mit dem Ergebnis daneben liege, Hauptsache wir gewinnen, glaube ich. Ja, aber du warst knapp dran. Ne? 2-1, 3-1, das würden wir schon nehmen, das würde passen. Ja. Dann sage ich 3-2, damit es ein bisschen spannender wird. Eure Tipps sind natürlich gefragt, nicht unsere beiden. Und ja, ihr könnt euch euren Kommentar abgeben, entweder auf Facebook, Twitter oder Instagram. Dort bitte euren Tipp und es gibt wieder tolle Preise zu gewinnen. Bevor wir auf das Spiel eingehen, Peter, schauen wir mal den Playoff-Halbfinalbaum. Schauen wir den einmal an. Bei unseren Caps ist klar, wissen wir, KC gegen Salzburg. Da steht es, ein bisschen überraschend, 3-0. Ja, sehr dominante Serie eigentlich von Klagenfurt, auch wenn die ersten zwei Spiele nicht vom Ergebnis her so waren wie das letzte. Das letzte war 6-0 für Klagenfurt, das war schon sehr überzeugend, muss ich sagen. Allgemein, glaube ich, ist zu erwähnen, die Spiele, die ich gesehen habe von Klagenfurt und Salzburg, sind noch intensiver als unsere Serie, muss ich ehrlich sagen. Und Klagenfurt wirkt extrem dominant. Ja, glaubst du, dass die heute schon den Sack zumachen? Ich glaube schon, um ehrlich zu sein. Also die sind stark genug besetzt, dass sie das heute fertig machen, ja. Bist du von den Salzburgern ein bisschen enttäuscht? Da bist du noch ein bisschen mehr erwartet? Oder war dieses Dornbirn-Viertelfinale schon ein bisschen so ein Vorzeichen? Kann ich schwer sagen, dafür habe ich zu wenig Einblick in Salzburg. Es war auf jeden Fall schwieriger für Salzburg, die Dornbirn-Serie, als sie wahrscheinlich erwartet haben. Aber ich bin mehr überrascht, wie dominant Klagenfurt auftritt. Ja, und unser Baum ist klar, da steht es 2-1 für Bozen nach der letzten 3-6 Auswärtsniederlage. Kommen wir gleich auf dieses Spiel zu sprechen. Bevor es soweit ist, sehen wir jetzt im Hintergrund die beiden Teams, die jetzt aufs Eis kommen und sich für das Warm-up bereit machen. Peter, das war ein ganz eigenartiges Spiel. Für mich war es sogar vielleicht das beste Spiel in dieser Saison. Und dann kriegt man 6 Tore. Ja, für den Zuseher am Bildschirm war es sicher ein interessantes Spiel oder ein Auf- und Abspiel, wie man so schön sagt. Aus Trainersicht oder aus Coaching-Sicht kann man nicht zufrieden sein, wenn du solche Tore bekommst. Ich meine, wenn man sich das ein bisschen näher anschaut, von den 6 Toren, 3 Powerplay-Tore bekommen, einen Shorthander, ja, und noch ein Empty Net. Absolut, also bis aufs Empty Net natürlich, aber die anderen Tore absolut unnötig. In eigener Unterzahl zweimal einen Spieler ganz alleine vom Tor gelassen. Dann das Turnover in Überzahl als letzter Mann. Probieren den gefährlichen Pass, der Gegner fängt ihn runter. 2-1 Situation und kommt so zum Torabschluss. Wenn du solche Tore in einem Halbfinale hergibst, brauchst du dich nachher nicht wundern, dass du verlierst. Einer, der zufrieden war, ganz klar, das war ein Bozenspieler und zwar Anton Bernhard. Und hören wir mal hinein,
was der nach dem Spiel gesagt hat. Das Wichtigste ist natürlich der Sieg. 5 gegen 5 war halt nicht so gut, aber die Special Teams haben natürlich einen Unterschied gemacht und haben uns den Sieg erlangt. Ich glaube, wenn wir so spielen wie in Wien, wie das letzte Mal, im zweiten Spiel, dann können wir Spiel 4 gewinnen. In Spiel 2 haben wir einfach ein bisschen vor dem Tor das nötige Glück gefällt. Aber wir wissen, dass wir einfach spielen müssen, dass wir körperlich hart spielen müssen. Und dass wir jetzt in eine gute Situation gebracht haben mit einem 6 gegen 3 da daheim. Aber natürlich, Wien ist eine harte Mannschaft, die wird bis zum Schluss kämpfen. Und wir gehen allerdings morgen nach Wien, um Spiel 4 zu gewinnen. Nein, da werden sicher unsere Caps was dagegen haben, denn wir wollen heute den Ausgleich natürlich. Und für euch, liebe Fans, haben wir wieder eine interessante Statistik vorbereitet. Und da wird immer gesprochen von den Special Teams, die so entscheidend sind, haben wir gesehen, zu unserem Leidwesen bei Spiel 3. Und wenn wir uns da anschauen, Powerplay-Effizienz und Penalty-Killing-Effizienz. Ganz interessant, Grunddurchgang gegenüber den Playoffs. Und interessant, dass wir das bessere Powerplay eigentlich haben, laut Statistik, als Bozen. Aber das letzte Spiel hat gezeigt, was Statistik wäre es. Ja, vor allem interessant ist auch, wie die Tore gefallen sind, die wir in unserer Unterzahl bekommen haben. Da brauchst du gar nicht so ein Statistik-Fan sein. Wenn du Leute alleine vor unserem Tormann lässt und so zum Abschluss kommen lässt, macht er den wahrscheinlich auch in 5 gegen 5. Dass Bozen stark ist im Powerplay, wissen wir schon länger. Du darfst ihnen diese Chance nicht geben und vor allem nicht so einfache Tore zulassen. Und dann denke ich an unser Überzahlspiel, das wir hatten, wo Bessi die Scheibe hinausführen will und dann diesen Fehler macht. Ja, das kommt dann dazu. Von Start weg, auch in den Medien, wird Special Teams die ganze Zeit thematisiert, so wie wir es jetzt auch besprechen. Dann versuchst du vielleicht mehr Risiko zu nehmen, als was eigentlich notwendig ist, wie bei diesem Gegentor. Schauen wir kurz auf die heutige Aufstellung. Da gibt es namentlich zwei Änderungen. Nicky Hartl ist Gott sei Dank wieder dabei. Der hat ja eine tolle Form gezeigt in den Playoffs. Also ein Stürmer von seinem Format. Der kann natürlich helfen. Und auch interessant, im Line-Up ist Jérôme Le Duc mit dabei. Da wissen wir aber nicht, ob der wirklich spielt. Das ist richtig. Ja, beim Umanike zurückzukommen, der hat ausgesetzt ein Spiel. Aber gut, dass er wieder da ist, weil er ist ein Spieler, der bringt einfach Energie aufs Eis. Was enorm wichtig ist natürlich. Ja, und einer, der endlich seinen ersten Treffer erzielt hat im Powerplay, also in den Playoffs, nämlich Ali Vukovic, den hören wir jetzt und bin schon neugierig, was der zum heutigen Spiel zu sagen hat. Ja, auf jeden Fall die Special Teams. Wie du schon angesprochen hast, haben wir über 60 Minuten eigentlich 5 gegen 5 dominiert. Ja, aber Bozen hat einen Weg gefunden und ja, muss man ihnen Credit geben. Das müssen wir heute besser machen. Unterzahlspiel, Überzahlspiel, da konsequenter sein, dann haben wir sicher bessere Chancen. Auch ein interessantes Thema, Peter, das ist die Champions Hockey League. Da sind wir eigentlich immer Stammgast gewesen. Und damit wir auch in der nächsten Saison da dabei sind, gibt es eigentlich eine ganz klare Formel. Wir müssen ins Finale. Denn ein Platz, der geht an Bozen als Grunddurchgangssieger, ist klar. Der KAC hat das zweite Ticket und um das dritte. Der Ritter nehmen unsere Caps und Red Bull Salzburg. Kommen beide Teams ins Finale, dann der Sieger. Aber würden beide ausscheiden jetzt im Halbfinale, nämlich die Caps und Salzburg, dann bekommt dieses Ticket Salzburg, weil sie besser platziert waren. Das stimmt, ist absolut richtig vorbereitet von dir, Gary. Ich gehe davon aus, dass wir heute den Ausgleich in der Serie machen und auch ins Finale weiterkommen und Klagenfurt heute den Sack zumacht und damit wäre für uns die Sache im positiven Sinne erledigt. Genau, also dein Wort in Gottes Ohr. Klagenfurt gewinnt, wir gewinnen heute, gewinnen die Serie, stehen im Finale und sind fix in der Champions Hockey League mit dabei. Hört sich nach einem guten Plan an, glaube ich. Gefällt mir, den nehmen wir. Ich glaube, unsere Fans sind auch einverstanden. Würde vorschlagen, der nächste Programmpunkt, das kann eigentlich nur diese Luftballonziehung sein, denn auf das warten natürlich unsere Fans, denn da gibt es ja wieder tolle Preise zu gewinnen. Bevor es soweit ist, schauen wir kurz in den Fanshop hinein, denn beim heutigen Game Day Deal bekommt ihr die Caps Bettwäsche um nur 39,90 €. Das Angebot ist aber nur mehr
bis heute Mitternacht gültig. Also schaut am besten gleich in den Online-Shop unter shop.vienna-capitals.at. Dort findet ihr auch das traditionelle Playoff-Shirt und den Halbfinalbook, auch etwas, was natürlich dazugehört. Ihr könnt weiterhin auch die Möglichkeit Click and Collect auswählen, wenn ihr eure Bestellung direkt vom Capsbüro abholen möchtet. Ja, das wäre eigentlich am besten, damit fallen euch keine weiteren Versandkosten an. Also, tolle Geschichte von unserem Game Day Deal heute, die Caps Bettwäsche um nur 39,90 €. Ja. Und eine, der besonders gerne kuschelt, das ist unser Flotte, das weiß ich. Flotte, du bist jetzt bei den Luftballons, du magst die Ziehung. Wie wär's mal so, mit einem Caps-Polster zu kuscheln? Ja, lieber Gary, ich kann dich jetzt im Moment nicht mehr hören, aber ich bin nach wie vor auf der Suche nach dem Ryan Kirst, unserem Videocoach und gleichzeitig auch Goalie-Trainer. Der wird in wenigen Momenten bei mir sein, um die Ziehung vorzunehmen, um Glücksengel zu machen. Aber bis er tatsächlich da ist, darfst du weiter Programm machen und die Ziehung der Luftballons und die Ziehung der Gewinner wird dann in wenigen Momenten losgehen. Aber für den Moment wieder zurück zu euch. Ich mache mich auf die Suche nach dem Ryan, der wird gleich da sein. Und dann geht es auch wirklich los mit unserem Glücksengel und mit der Ziehung. Bis gleich. Alles klar, Flotte. Dann warten wir, bis du dein Glücksengel gefunden hast. Peter, nützen wir die Zeit. Schauen wir kurz zum Warm-up hinunter. Haben wir letztes Mal schon angesprochen. Das sind ja, Abläufe, die man jetzt einfach nochmal durchspielt. Kann man da, schaut man da auch auf den Gegner rüber? Gibt es also ein bisschen Psychologie in diesem Spiel? Ich glaube, bei unserer Mannschaft glaube ich weniger. Es hat in der Vergangenheit Spieler auch bei uns gegeben, die das gerne gemacht haben. Ich erinnere an einen Benoit Gradeau, der ist im Aufwärmen schon ab und zu an der roten Linie entlang gefahren, nur um Eindruck halt rüber zum Gegner zu geben und dass die sich vielleicht ein bisschen in die Hose machen. Aber ich glaube, heute konzentriert sich jeder auf sich selber und auf seine Vorbereitung, dass wir eine gute Partie haben. Kann man überhaupt den Gegner irgendwie noch überraschen oder kennt man sich nach diesen Spielen schon so gut, dass es da gar nichts mehr gibt? Überraschen, glaube ich, geht nicht mehr. Dafür ist das moderne Eishockey zu gut. Die Teams sind alle vorbereitet mit Videostudium. Die Spieler kennt man. Da geht es mehr um einmal einen Blick umzuwerfen und dem Gegner zu zeigen, dass es halt rund geht. Weißt du, wie Head Coach Steve Cameron reagiert hat nach der Niederlage? Er sitzt mit dem Bus, hat eine lange Heimfahrt. Überwiegt da das Gefühl, gut gespielt, die bessere Mannschaft oder Wahnsinn, so ein Spiel verloren? Ich weiß, dass er auf jeden Fall die positiven Dinge rausnimmt. Im Playoff vor allem ist es nicht sinnvoll, da jetzt großartig negativ zu reden oder viele Fehler anzuschauen. Im Videostudium Fehler können behoben, aber der positive Aspekt muss immer überwiegen im Playoff. Alles klar, hoffen wir natürlich für heute auch. Ja, Flotte ist immer noch auf der Suche, würde ich vorschlagen. Wir machen im Programm weiter und haben noch einen Tipp für euch, nämlich die Autogrammstunde. Normal ein ganz wichtiger Bestandteil. Im Laufe einer Saison geht natürlich Corona-bedingt nicht. Deswegen gibt es die Autogrammstunde mit Abstand. Ab sofort könnt ihr eure Trikots, Schals, Kappen oder andere Fanartikel zu den Öffnungszeiten ins Caps-Büro vorbeibringen. Eure Artikel werden dann von der Mannschaft unterschrieben und ihr könnt die signierten Artikel nach Saisonende wieder abholen. Wobei wir hoffen, dass die Saison natürlich noch ein bisschen dauern wird. Alle Infos dazu findet ihr auf der Caps-Homepage unter vienna-capitals.at. Ja, und falls ihr es noch nicht gesehen habt, die Playoff-Ausgabe des On-Fire-Magazins ist dieses Mal kostenlos als E-Paper erhältlich. In der neuen Playoff-Ausgabe haben wir für euch ein ausführliches Interview mit Head Coach Dave Cameron, ein Doppelgespräch mit dem jüngsten und dem ältesten Caps-Spieler, alle Infos zum Wiener Nachwuchs und noch viele weitere interessante Hintergrundgeschichten. Den Link zum E-Paper findet ihr auf der Caps-Homepage. Einfach auf vienna-capitals.at gehen und ein wenig nach unten scrollen. Viel Spaß beim Lesen. So, ich sehe Flotte, er ist fündig geworden. Also, gleich zurück zu dir. Ja, danke Gary, danke Peter. Ryan steht jetzt bei mir. Your video coach, your goalie coach. What did you tell our guys for today's game, for this important game? Well, we need everybody today. And there's no passengers today. And, you know, we got to use our chances that we get. We don't get many chances against this team, but the ones we do, we got to make sure we score.
Also es ist ganz klar, man bekommt wenig Chancen gegen Bozen, aber diese muss man nützen und genau das werden wir heute versuchen. Ryan, I need you now as our Glücksengel. Are you ready to draw four balloons? Sure, yeah. Let's do it. Well, let's do it. Okay. Ich habe hier natürlich meine Liste dabei, wo alle Nummern bzw. Namen zu den Nummern stehen. Okay, let's go Caps to the top. That is number 377. Karl Müller, Gratulation. Er gewinnt einen Caps-Schal. 20 Jahre Caps. Wir gratulieren ganz herzlich and off we go. Weiter geht's. An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an alle Caps-Fans, dass ihr so zahlreich Luftballons eingekauft habt. Es ist euch vielleicht aufgefallen, es sind Pappluftballons, denn das hat sich bewährt. Denn zu Hause ist noch keinem Luftballon die Luft ausgegangen. Marc ist an eurer Seite, that's number 268. Und zwar Tanja Zwettler. Gratulation. Wir melden uns natürlich bei allen Gewinnern heute noch via E-Mail persönlich. And we can go to the next one. Das ist übrigens ein 100-Euro-Steffel-Gutschein gewesen. Und jetzt geht es um Kämpfen und Siegen. That's number 264. Thank you very much. Okay, die Nummer habe ich jetzt nicht bei mir. Die werden wir nachliefern. And we can move on. Da ging es jetzt um ein handsigniertes Wunschtrikot von den Vienna Capitals. And that's the final one, right? Good. Dann haben wir gleich zwei Gewinner hier gezogen. Einmal heute wird es keiner wagen, uns die Beute abzujagen. Und alles Gute und bleibt gesund bis ins Finale. Hier geht es dann noch einmal um zwei VIP-Karten für unseren VIP-Club in der nächsten Saison in der Sky Lounge. Ein Spiel von den Caps ansehen. Also ich glaube, das wird ein ganz, ganz toller Preis. Ryan, thanks very much. Any last words for today's game? No, it's too bad. You know, the fans couldn't be here, but I hope they're at home cheering for us and sending us the good energy. We need it. Also, hofft natürlich auch auf die gute Energie von den Caps-Fans von zu Hause über die Bildschirme, die sich hier in die Erste Bank Arena übertragen werden. Wir kontaktieren alle Gewinner natürlich persönlich. Entschuldigt ein bisschen das Wirrwarr, aber wir sind natürlich schon voll drinnen in diesem ganz, ganz wichtigen und möglicherweise vorentscheidenden Spiel. Wünschen uns und euch viel Glück und viel Spaß bei der folgenden Übertragung. Und von meiner Seite her ist zurück zu Gary und Peter. Ja, danke Flotte. Und wer natürlich auch ganz fest unseren Caps die Daumen hält, das sind unsere treuen Sponsoren. Wir wünschen den Spusewerder Capitals viel Glück fürs Halbfinale. Go Caps! Wir, die Wien Holding, wünschen unseren Spuso Vienna Capitals beim heutigen Halbfinalspiel alles Gute und auf alle Fälle einen Sieg. Wir von der Wien Holding sind zwar nicht im Stadion, aber mit dem Herzen sind wir heute bei euch dabei. Alles Gute! Hi, das gesamte Team von 88.6 drückt euch ganz, ganz fest die Daumen und wünscht euch ganz viel Spaß beim Spiel. Und alles Liebe, viel Glück, Spuso Vienna Capitals fürs Halbfinale! Ja, vielen Dank an unsere treuen Sponsoren. Das war's, liebe Fans. Es geht in Kürze los um 19.15 Uhr. Da seid ihr dann live dabei auf Sky Sport Austria. Die Vorberichterstattung beginnt in wenigen Augenblicken. Und falls ihr noch kein Kunde von Sky seid, könnt ihr das Spiel auch ganz spontan mit einem Sky X-Ticket online auf allen Geräten streamen. Unterschiedliche Pakete für alle Sportsendungen gibt es bereits ab 12 Euro pro Monat. Bei Interesse an SkyX schaut vorbei auf skyticket.sky.at und seht die spannendsten Spiele der Playoffs live auf Sky. Peter, du hast gesagt 3-1. Sagen wir noch ganz schnell die Torschütze.
Rot auf jeden Fall das Erste, alles andere ist egal. Passt, okay, dann noch zwei Melonen, wir gewinnen 3:1. Das war's, alles Gute, das wünschen nicht nur wir uns, sondern speziell euch und natürlich unseren Caps. Wir halten ganz fest die Daumen.